So, hallo. Wir machen weiter mit einer kleinen Runde Amogus. Und ich starte auch sofort die Runde, damit wir hier die Lobby nicht verlieren. Dabei ist der Flo, der Reggie, der Counter und der Ricardo. Viel mehr sind es heute mal wieder nicht geworden. Und ich muss mich jetzt hier gleich wieder muten. Dass ihr Was alle spielen wir jetzt eigentlich hier für einen Modus? ganz normal, wie gehabt. Also einer ist Imposter und die anderen müssen rausfinden, wer. Ganz, ganz Achso, normaler ja. Modus. Das Prinzip kenne ich. So, und ja, ging jetzt recht schnell los. Wir werden nachher, können wir nachher ein bisschen quatschen, kurz. Aber ich habe jetzt erstmal schnell gestartet, weil wir die Lobby schon recht lange offen hatten, weil es ein bisschen gedauert hat, bis die anderen rein sind. Ich muss nur ganz kurz mal gucken, Oh, wenn, stehe ich da nicht sogar gleich richtig? Da stehe ich doch genau richtig. Na ja, gut. Und der andere ist da drin. Oh. Ich glaube, wir haben gleich verloren. Okay. Oh, ja, Ja. Reggie. Ja, hallo Ricardo. Was hast du zu sagen? Das ging ja fix. Ja. Ich bin zur O2 gekommen und da lag eine Leiche. Also, nee, zuerst ist mir Ricardo entgegengekommen. Da lag da eine Leiche vorm O2. Und ich glaube, jetzt will er die schon auf mich schieben. Und viel mehr habe ich nicht zu sagen. Wer will die Ich will. Schuhe auf wen schieben jetzt? Vor O2 lag eine Leiche. Ja, also hier ein Admin. Ach, vor dem O2. Ja. Okay, um das O2 Ja. auszuschalten. Da. Oh, ja, okay, I see, I see. Ja, da wollte ich jetzt auch Genau. hingehen. Ich habe mit Counter habe ich oben das erste O2 ausgemacht. Also Counter kann ich eigentlich clearen. So schnell kann der nicht von da nach da gelaufen sein. Ja. Ja. Also kannst du ich oder Ricardo sein? Ja. Dann würde ich mal Ricardos Sichtweise hören. Ja, was? Welche Da, Leiche? ja, welche Leiche? Habe ich gerade erklärt. Ich glaube, es geht um Flo. Aber ich bin bei Lights. Ich bin bei Lights. Okay. Das sehe Also, ich nicht so. wie war so ja. dein Weg Also, wollen wir bisher? skippen? Nein. Wie war so dein Weg bisher? Mein Weg. Ich bin von Cafeteria, bin ich also Map Bay gegangen, weil da das Scanding war. Da wollte ich zur Upper Engine gehen, dann ging das O2-Ding los, dann bin ich zu halt hier über die Cafeteria zu Admin gegangen. Ja, das war mein Weg. Okay, ja, weil viel war ja tatsächlich nicht los. Ich bin auch nur von Cafeteria bis O2 gekommen, dann habe ich da den Müll beseitigt und dann ging schon das O2 los. Dann habe ich das mit Counter zusammen weggemacht. Also der stand halt auch damit rum. Und dann Ja. wollten wir zu Admin weiter und dann kam schon der Leichenfund. Ja, also können es nur ihr beides sein, aber wir wissen jetzt leider nicht. Das ist schwierig. Self-Report oder nicht? Also, ich sag's mal so, ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Ricardo jetzt so sagen, welche Leiche. Das finde Ja, ich schon sehr komisch an ihm. Wenn das auf aber einmal ich war da nicht in der damit. Nähe von der Leiche. Ich war in Leitz. Was Ja, hast du? aber ich habe dich gerade gemeldet und warum sagst du dann, oh Reggie, das so hast du angefangen. Also du hast schon so gesagt, als würdest du versuchen, die Schuld auf mich zu schieben. Und Weil jetzt sagst du, ich du habe hast gar deinen keine Namen Leiche gesehen und gesehen, warst irgendwo aber anders. ich habe deinen Namen gesehen. Es liegt aber hier an dem neuen hier Modell von Among Us. Wo Wohl, ist denn glaube ich, der Reporter. Lights für dich eigentlich, Ricardo? Weiß ich gerade auch nicht. Electrics, genau. Wie wirst du da meinen Namen gesehen haben? Nee, ich hab dein hier, als du reported hast, habe ich deinen Namen ja gesehen. Und dann stehst du sofort auf Self-Report. Nein, ich habe nur gesagt, oh, Reggie. Ich überspringe mal. Aha. Hä? Du verrätst dich selber, warte, was? Self-Report? Ich habe nichts von Self-Report gesagt, warum sonst? Ich glaube, du schließt es What? davor. What? Wie du meinst. Okay, weirde Sachen gehen hier ab. Richtig weirde Sachen gehen hier ab. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe noch gar nicht auf die Karte geguckt. Ich bin immer noch so gedanklich in diesem komischen Dings-Mode.
Com sabotiert. Ja, genau in dem Modus bin ich. Dann machen wir das Com gleich mal wieder an, denn ich stehe ja hier gleich richtig. Ja, komm hier, gib mir die Kurve. So. Okay, Wedgie hätte mich jetzt eigentlich killen können. Sehen jetzt auch nicht da oben runterkommen. Und eigentlich dürfte auch der Cooldown weg gewesen sein. Es spricht... Also ist es noch keine hundertprozentiges Indiz? Ach, ich kann... Ich lerne das nicht. Wie geht das? So. Muss da klicken. Okay. Das ist kein so hundertprozentiges Indiz, ne? Das ist schon klar. Ach, dieser scheiß Download. Aber... es ist... Wird schon wahrscheinlich auf Ricardo hinauslaufen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ihr könnt ja mitschätzen. Na, dann müssen wir jetzt erstmal hier. Da ist Ricardo. Okay, ich habe ein Problem. Naja, hat er immerhin auf frischer Tat ertappt. Da liegt Conan in Communications. Was heißt, da liegt... Hast du nicht gesehen, dass er den gekillt hat? Also... Counter? Ja? Hast du auch gesehen, wo Ricardo war? Okay, er hat's gesehen. Nö. Ach, scheiße. Aber also, hat Regie den Mord jetzt nicht gesehen? Gegeben, aber der ist mir gefolgt. Ich glaube, der wollte mich töten. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der wollte mich töten. Aber Counter, du hast doch gesehen, dass ich auch dir gefolgt bin, oder nicht? Ja, das habe ich gesehen. Oh nein, die sind sich also nicht muss das auch sein. Gesehen, dass du das... in meiner Nähe standest. Hey, Conan war schon in Communication. Der kann da auch länger sein. Also es kann ja sein, dass Reggie den vorher gesehen hat. Also ich war eben in Communications. Ich habe da irgendwas gemacht. Hm? Ja. Oh, wann hast du was in Communications gemacht? Ich bin kurz bevor der Alarm losging. Oh. Ich habe jetzt echt gehofft, dass Reggie gesehen hat, wie ich getötet wurde. Ja, zum Alarm. Okay. Ja. Also ich wurde jetzt Reggie, weil ich, oder Counter, ich weiß nicht. Aber nee, Reggie hat Self-Reported, hat sich ja letztens mal selber verraten mit Self-Report. Das muss ja Reggie, das kann ja nicht Counter sein. Counter, habe ich mich selbst verraten? Ja. Natürlich. Ja, du hast doch gesagt, du warst ja direkt defensiv. Das habe ich wieder richtig schlecht Ricardo gemacht. Warum ach Mann. Self-Report habe, obwohl ich das nie gesagt habe. Du hast dich halt selber verraten. Simpel. Das habe ich auch nie gesagt. Ja doch, du... Aber jetzt lass uns erstmal auf jetzt fokussieren. Nein, okay? Am Ende der Runde hast du gesagt. Doch. Ricardo, warum sagst du, dass ich was? Ricardo, jetzt halt mal dein Maul, okay? Dankeschön. Also, Ricardo, du hast eben gesagt, dass ich dich die ganze Zeit verfolgt habe. Counter, ja. Ich bin auch die ganze Zeit Counter also, gefolgt. Das heißt, verfolgt habe, aber du warst auch die ganze Zeit in der Nähe von Counter. Das heißt, du warst ein Reaktor am Ende. Du warst unten, du hast gesehen, dass ich komme und da war schon der Report-Button. Ich wollte gerade draufdrücken, dann hast du schon gemacht und jetzt sind wir hier. Mhm. Du warst nicht in Communication. Doch. Ich war quasi die ganze Zeit mit Counter zusammen. Kann er auch bezeugen. Ja, eigentlich schon. Die Leiche war, den hast du denn vorher gekillt? Du warst ja nicht die ganze Zeit mit Counter zusammen. Nicht die ganze Zeit, aber... Ja, eben. Ja, aber ich kam gerade aus Communication. Ich hab Leiche gefunden. Junge, ich hab die Leiche in Communications gefunden. Wait, was labert der denn von Communications? Ja. Hat der ihn... Jetzt raff ich das erst. Wir sind ja in Reaktor. Und ich, was? Vielleicht hat Reggie kam doch direkt von oben jetzt Counter runter. Hat er das nicht gesehen? Vielleicht war das so. Oh ja. Nein, Reggie hat das nicht gesehen. Du weißt es besser wissen als ich. Du hattest wahrscheinlich Cooldown. Sonst hättest du wahrscheinlich auch Counter getötet. Gut. 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 Yeah. Reggie, hast du nicht gesehen, dass ich in Reaktor lag? Doch, ich hab dich gesehen. Ich wollte dich gerade reporten, aber Ricardo war dann
Ja, aber er hatte gerade die ganze Zeit gesagt, er hat die Leiche in den Communications gefunden. Ja. Du hast. Ich habe ja. Ich wollte die ganze Zeit sagen, zu Counter, dass Ricardo mit uns war, aber Ricardo hat mich ja quasi nicht ausreden lassen. Ja, aber du hast praktisch. Du bist gar nicht, hast gar nicht erwähnt, dass die Leiche, dass er völligen Quatsch erzählt. Ja, erst gegen Ende kam ich dazu, das stimmt. Hätte ich vielleicht bis vorher. Dachtest du erst, vielleicht hast du es einfach nicht gesehen, weil ich habe hier die. Ich habe dich kommen sehen und dann war ich schon tot. Und dann hat ja, er reportet. Ja, doch, ich hab's aber gesehen. Okay. So. Ich würde übrigens noch sagen, als ich O2 machen wollte bei dem Alarm, habe ich erstmal gedacht, dass das dieses Spiel ist, wo man die Zahlen sortieren muss und habe mir dann gedacht, das ist aber schön sortiert ist. Ach so, deswegen habe ich dann doch am Ende ich den Code eingegeben, ich verstehe. Ja. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil du da schon länger standest und ich dann dazu bin und dann habe ich den Code eingegeben. Dass man die Zahlen sortiert, die schon sortiert sind. Sehr gut. Brav von 1 bis 9 da angeklickt, ja. Ja, schön. Und Flo noch? Ja, Flo fehlt noch. Der ist eingeschlafen wahrscheinlich. Also, nein, okay, perfekt. Nein. Gut, ja, war vorne ein schneller Start in die Runde, aber ich denke, die Zuschauer kennen euch ja und insofern. Ist ja. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten nichts gesagt, weil ich direkt umgebracht wurde. Du wurdest direkt umgebracht, es ging sofort los. Ja. Es war. Nichts sagen. Hallo, ich bin auch dabei. Ja. Ein sehr wilder Anfang. Ja. Okay. Immer eigentlich. Ich zuerst. So. Dann können wir direkt die nächste Runde starten. Sind halt schnelle Runden, mit 5 Impostern geht es, ja, wahrscheinlich. Mit 5 Spielern geht es halt recht fix. Aber besser als nix. So, das hat sich gereimt, sollte es aber gar nicht. Ich mute mich, bevor ich mehr Quatsch erzähle. Ich hab Angst. Wobei ihr mich natürlich noch weiterhin hört. Also er erzählt jetzt trotzdem Quatsch weiter. Richtig. Zuschauer. Counter hat das gut erfasst. So sieht's aus. So, wo müssen wir denn überall hin? Ah, ich kann die Karte nicht aufrufen, wenn das Ding an ist. AC. Ricardo bewegt sich noch gar nicht. Jetzt bewegt sich Ricardo. Okay. Einmal registrieren, dass sich Ricardo am Anfang nicht bewegt hat, aber da kann es ja nicht schon wieder sein. Ja gut, ich meine, bei 5 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit halt ein Fünftel. Also geht schon möglich grundsätzlich. So. Hui. Erstmal hier den ganzen Müll wegmachen. Perfekt. Ja, dann gehen wir jetzt halt hier rum. Ist egal. Er ist es einfach schon wieder. Es ist ja unglaublich. So viel zu dem ein Fünftel. Ich habe Conan gefunden. Okay. Was? Okay. Ich bin gerade von Navigation nach links unten gegangen und da lag er. Ich habe in Navigation jetzt ja, Flo. Kado und Flo gesehen. Und ansonsten keine Ahnung. Ja, ich war quasi gestern in Electrical. Hatte ich 3 Tasks. Und eine Storage hatte ich eine. Ich habe niemanden gesehen. Ja, aber von dem, was jetzt passiert ist, kann es keiner wissen, was passiert ist. Das ist schwierig. Ja. Jo. Schön. Ja, wer von euch hat einen Task da unten? Wo hast du ihn gefunden? Communication oder wo? Ich bin von Navigation runtergegangen, da lag er im Gang. Navigation runter, okay. Wer ist denn zuletzt in den Raum gekommen? Zur Navigation. Ja, ich. Ich habe dieses. Wie heißt dieses Spiel da mit diesen. Konnen gesehen. Rechts da. Wo man so das in die Mitte ziehen muss. Ja, das habe ich gemacht. Ja. Weiß nicht, wann du da hingekommen bist, Counter. Theoretisch könnte es auch ein Stealth Report sein, weil. Bist du von oben gekommen? Ich war jetzt die ganze Zeit in Navigation, weil ich ja 3 Tasks hatte. Ich hatte den Download, das Teil in die Mitte einstellen und noch einen dritten. Keine Ahnung. Also Red ist der. Du könntest doch. Wie viele Tasks hattest du da? Ich? Ich habe noch keine gemacht.
Okay. Ich habe nur kurz geguckt, ob wo ihr wart. Weil ich hatte nämlich das in die Mitte ziehen und ich wollte gerade nach oben. Es stand gerade oben an dem, wo man das machen muss. Der Download da. Okay. Ich glaube, den habe ich sogar gemacht, keine Ahnung. Also ich war gar nicht in der Nähe, aber ich kann mal sagen, was ich gemacht habe. Ich war bei Storage, da war dieses Tank auffüllen, das habe ich gemacht. Dann zu Electrical, da hatte ich drei Tasks. Ah. Und zwar einmal den Download. Dann sollte ich einmal hier diesen Regler und dann später halt noch hier dieses, diesen Schalter umkehren, aber da kam ich noch nicht zu. Und das dritte war hier da, wo sich das eine Ding im Kreis bewegt und man das rechtzeitig drücken muss dreimal. Also, ich kann Flow Soft clearen. Ich kann Flow Soft clearen. Du kannst mich nicht so clearen, weil ich dich eigentlich verdächtige. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum du mich jetzt soft clearst. Na, weil er gut dastehen wollte. Also, ich sag mal so. Du hast auch die Karte gemacht. Ja. Reggie, glaube ich, ist es nicht so. Ja. Gerne kann Reggie mich in der nächsten Runde verdächtigen oder bei mir bleiben und überprüfen, dass ich nichts mache außer meine Tasks. Ich verdächtige quasi jetzt Counter und Dings. Red ist der. Okay. Ich komme mit deinem Namen wieder, dann ist halt drei Namen. Ja. Also gerne, keine Ahnung, ich überspringe jetzt. Ja, ich auch. Gerne mich clearen diese Runde. Wir drei sind quasi. Überspringen ist jetzt das einzige Sinnvolle, weil man es nicht wirklich sagen kann. Ich hier nur Info. Wir wissen es natürlich, aber. Ich bleib bei dir, ja. Ist klar, dass die es nicht wissen können. Okay. Aus der Situation heraus. So, aber wir können unsere Tasks weitermachen, ohne zu sterben dabei. Yay! Denn wir sind schon tot. Ist das nicht toll? So. Dann juckt uns das ja auch alles nicht. Also klar, die müssen jetzt hier einen Reaktor machen und so. Aber das ist die gleiche Strategie wie vorhin, die er auch fährt. Ah, ich muss bei Edmund noch die Karte schieben. Leute. Okay, perfekt. Ah, ich hasse dieses Ding. So. Ah, da oben. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Oh nee, das dauert wieder. Okay. Ja, jo, toll. Ich bin gerade aus. Ich habe ihn im Eingang vom Reaktor gefunden, wo ich gerade Simon Says gemacht habe. Und ja, es war kein Self-Report, so viel kann ich sagen. Ich wollte ja bei Dings bleiben, Reggie. Bin aber dann, weil ihr alle drei nach Admin seid, bin ich runtergegangen, Storage, hab überprüft, ob ich den Download in Navigation gemacht habe, war noch nicht, weil letzte Runde beendet wurde vorher. Und bin dann zu O2 und hab das mit dem Blätter gemacht. Das ist meine Aussage und das habe ich auch gemacht. Jetzt muss Reggie entscheiden, wer jetzt das ist. Kauter, der vorher im Navi war und dann da auch eine Leiche gesehen hat, oder ich, der auch im Navi war, aber jetzt gerade eben nicht mit der Leiche zu tun hat. Du bist ja soft clear. Und ist jetzt verdächtig, dass er zweimal reported hat. Also ich glaube schon, dass Counter ist. Was hätte ich denn machen sollen? Ich kann ja schlecht an der Leiche vorbeigehen. Well, warte. Jetzt muss ich auch den richtigen. Ich komme mit diesen Namen durcheinander. Ich glaube, wir haben die Runde. Leck mich doch. Ja, ich glaube, wir haben die Runde gewonnen. Ja, Counter. Hey, sorry, dass ich dich verdächtig hatte in der ersten Runde, aber naja. Kein Problem. Ja, fick dich doch. Wow. Ja, du merkst schon, dass du verloren hast, ne? So, ja. Toll. Ricardo war es einfach zum zweiten Mal. Ja, yeah, wir sind dumm. Ich dachte halt auch, Ricardo wäre clear, weil er halt mit mir auch den Reactor, weil er das da gemacht hat. Deswegen habe ich ihm eigentlich vertraut. Und ich find's auch krass, dass er mich einfach da mitten da an der Kreuzung getötet hat. Ja, ich auch. Ich dachte, Counter sieht mich noch locker, aber da macht er da einfach sein Simon Says Ding da. Ich so scheiße. Ja, das war einfach falsch. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich mit dem Gang entgegenkomme und einfach tot bin. Aber gut, das ist. Das ist passiert. Naja. So, mal gucken, ob die nächsten ein Fünftel wieder auf Ricardo treffen. Das wären dann schon.
Jetzt waren schon 25 das war mal hintereinander. Weil ihr alle im Discord anders heißt. Außer Conan. So. Okay. Zum 3-millionsten Mal sind wir wieder Besatzung, aber ich bin auch lieber Besatzung, muss ich ganz ehrlich sein. Dann haben wir nämlich diese schönen Spiele hier. So. Also das sieht ziemlich aufgabenartig aus bei Regie und bei Counter. Aber man weiß es natürlich nicht. Counter kommt. Aber der hätte schon was gemacht, wenn er mich hätte töten können. Also den würde ich im Moment clearen. Na, jetzt... Oh. So. Was ist das? O2. Okay, O2. Wenn wir zu zweit da stehen, ist das okay. Jetzt muss der andere noch gemacht werden. 16. Okay. Ist schon passiert. Aber ich habe bei Admin eh eine Aufgabe. Da ist auch wieder Counter, der ist eigentlich safe. Oh, jetzt kommen aber... Ja, jetzt sind aber zu viele auf einem Haufen. Das gefällt mir nicht. Begebe ich immer in Gefahr. Das ist... Energie gefällt mir. Dann bin ich noch ein bisschen unstill. Er kommt wieder zu mir. Er ist... Aber es kann ich, also ein drittes Mal kann eigentlich echt nicht. Das wäre dann schon 125. Wieso habe ich jetzt dann nochmal? Ach, das habe ich noch. Ach so, das kam jetzt gerade neu dazu, wegen den Verdrahtungsgeschichten. Hier, bisher leben alle noch, ne? Ah, hier muss ich gar nicht rein. Scheiße, wo ist denn das? Hier ist das. Okay, jetzt ist der erste tot. Ja, leck mich doch, ey. Ja. Ja. Schwierig. Achso, ja. Ich muss mich entmuten. Oh. Schwierig. Das ist... Wo bin ich denn jetzt da überhaupt? Ich glaube, kurz über Admin, glaube ich. Über Storage. Irgendwo da. Okay. Ich habe irgendwelche zwei da unten rumlaufen sehen. Ja, mich und Ricardo. Ich weiß nicht mehr wer. Ja. Ich und Ricardo sind gerade da unten gewesen. Wo hast du jetzt den gefunden? Ist es ja über euch da. Ah, könnten es Flo oder Ricardo sein. Warst du die ganze Zeit mit Ricardo oder nur gegen Ende? Nee, nur jetzt zum Schluss. Gegen Ende so. Nur jetzt eine zum Schluss, Minute, weil halt Counter sagte, hat er unten zwei Leute laufen sehen. Ich war auf dem Weg zum Navi, hab euch beide gesehen und dann bin ich runter zur Communication. Da war ich dann am Ende. Ja, dich habe ich auch kurz gesehen. Du kamst da aus Richtung Admin. Keine Ahnung. Ja. Stimmt, Flo, du kamst aus Richtung Admin. Conan und Flo haben ja zusammen Oxygen oben gemacht. Wart ihr vorher in Cafeteria und könnt sagen, ob das irgendwie. Ob da jetzt keiner war und das schon länger war oder? Also ich war nicht in der Nähe von Cafeteria, ich war, okay. Ich habe einfach Con die letzten eine halbe Minute verfolgt, einfach so, okay. Um ihn zu klären. Electrical da ganz weil oben in der Ecke. Conan war auf jeden Fall da nicht. Flo, kamst sagen, du nicht gerade aus Richtung Admin sogar oder sowas? Nee, ich kam aus Electrical, ich war da oben bei diesem... Ach, du kamst aus Electrical. Links kam das da ganz oben. Ja. Ja, es gab ja eine Situation, wo alle außer Counter in Admin Motu waren. Ey, im O2 waren oder nicht? Wir haben doch nicht zu dritt. Wir waren zu viel. Wer hat denn und es waren auch ganz viele, es waren viele in O2 waren drei und in Admin haben sich dann auch vier gesammelt an dem ja. Download-Upload-Ding. Genau. Das und da habe ich auch geguckt, ob es irgendjemand so ein Stack versucht. Ja, da hatte ich auch eine Zeit lang Angst, aber da ist zum Glück noch nichts passiert. Aber das muss dann kurz danach eigentlich passiert sein. Ja. Und mich seid ihr alle so. Ach, schwierig. Counter würde ich an sich clearen, einfach nur vom Verhalten zu Beginn der Runde. Das sah schon sehr nach, er macht Aufgaben aus. Aber kann natürlich auch gestellt sein. Also hundertprozentig kann ich es dadurch nicht sagen, aber... Also ich habe halt Counter nie nicht gesehen. Ich glaube, der war ja überall, aber nicht... Also am Anfang war er recht viel mit mir unterwegs.
Echt? Hat halt Aufgaben gemacht. Das sah ziemlich. Counter war mit dir unterwegs. Ja, am Anfang waren wir, da war er, hat er, während ich Asteroiden zerstört habe, hat er oben dieses. Dann muss es Flo sein. Andere Dinge gemacht. Ich, also ich hätte dann auch Flo. Also mein erster Gedanke war auch Flo. Ja, also mein, ist auch mein Gedanke. Aber ich. Ja, nice. Aber ich habe, also wir haben halt keine Beweise oder sowas. Und die Mathematik im Prinzip spricht gegen Ricardo, aber es heißt noch nichts. Also für mich sind jetzt sowohl Ricardo als auch Flo ungefähr gleich. Ich kann sagen, ich bin es nicht, aber ihr könnt mich ja nächste Runde extra überwachen, keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Also ich werde jetzt etwas überspringen, weil wir haben hier einen Vote. Hilfe! Oh, Jungs. What the heck? Das war knapp. Da hat Ricardo jetzt einfach Flo gevotet. Weil er wirklich überzeugt war oder weil er jemanden loswerden wollte? So kurz vorher jemanden einfach rausvoten, weil der wäre jetzt rausgeflogen, ne? Das ist das Ding. So kurz vorher jemanden rausvoten, ist schon eine Geschichte. Aber der kann doch jetzt nicht schon wieder. Das wäre dreimal hintereinander, ein Fünftel mal ein Fünftel mal ein Fünftel. Das wäre 125. Wahrscheinlichkeit. Wo? Alles klar, Flo. What the heck? Alles klar, warum du kommst von da oben runter und da oben liegt eine Leiche. Vor allem aber richtig. Warst du nicht gerade oben in Upper Engine? Nein. War ich nicht. Ich bin reingekommen, du bist runtergelaufen und ich sehe den Melden-Button und oben liegt die Leiche von Ricardo. Ja, ich bin durch diesen Schacht da gewandert. Da bin also ich easy going. Dann hat Ricardo tatsächlich gerade richtig gewandert. Well. Hurra, ich habe mal nicht die Leiche gefunden. Well. Wahnsinn. Das war ungünstig, Colin. Das war echt. Das war halt echt schlechtes Timing. Dann hattest du aber echt viel Glück, ne? Bist du nicht nach rechts, Colin? Ich dachte, ihr wärt irgendwo anders. Na gut. Ich war unten in dem Medical. Ich habe mir den Scanner gemacht und dann wollte ich da weiter. Medical, okay. Ich find's einfach krass, Flo killt mich im Storage, er haut nach oben ab und so eine Sekunde später kommt Counter an, ja. Hat gar nichts gesehen und die anderen beiden haben auch nichts gesehen. Ich dachte, da wäre schon over, ehrlich gesagt. Also, ja. Das war halt auch, das war zweimal schlechtes Timing. Scheiße. Ach, das ist eine andere Dynamik auf jeden Fall, wenn man nur so wenig ist, weil vier. Ja, das ist richtig. Aber ist also 1 gegen 4, es funktioniert schon trotzdem. Es können mal die gewinnen und mal das die. Das funktioniert, ja. Das ist schon ganz nett. Ich hab dich halt verfolgt, um so dich zu clearen, dann bist du so in die Ecke. Ist halt bei so wenigen. Ich hab mir gedacht, welche Task machst du dann? Oh Scheiße, der macht ja keine Task, das ist wahrscheinlich der Imposter. Und dann getötet. Ich muss nur kurz sagen, hatte kurzzeitig jetzt doch dann den Gedanken, dass du sein könntest, Ricardo, weil dieses ganz, ganz kurz vor Schluss plötzlich jemanden voten, das hatte sowas von schnell einen loswerden noch. Weil hätten wir nicht gegengevotet, wäre er ja rausgeflogen, was in dem Fall gut gewesen wäre. Also du hattest da natürlich den richtigen Riecher, aber das macht auch so ein bisschen verdächtig. Weil man so natürlich, wenn die anderen nicht schnell genug gegen... Ich werde mich jetzt nicht entschuldigen, richtig liegen zu haben. Ja, aber wenn die anderen praktisch nicht schnell genug gegenvoten, dann schmeißt du damit ja einfach einen raus. Das ist schon interessant. So. Könnte auch eine gute Traitor-Strategie. Ach Quatsch. Safe Call, diese Runde ist es Colin. Imposter-Strategie. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich werde dich voten, Colin. So. Nein, ich bin es nicht. Okay. Dann fangen wir gleich wieder hier an. Hui. Dann geht's. Ah, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Hilfe, nehme ich noch auf. Ja, es war zumindest nicht Ö, was ich gedrückt habe. Das ist schon mal gut. Ich bin auf irgendeine Taste gekommen. Einfach mit dem Finger abgerutscht. Recky geht jetzt da oben hin, wo Counter vorhin war. Jetzt kommt Counter dazu. Counter gefällt mir nicht. Der guckt da so. Ah, nee, der hat irgendwie einen Lag. Okay, Counter hatte einen Lag. Das kann man erstmal akzeptieren. Recky geht weg. Counter ist mit mir hier. Also Counter laggt. Hä, habe ich Melden-Button gerade gehabt? Nee, ne? Was ist denn jetzt alles los? Reaktorschmelze, okay. Wieso geht Flo weg? Wieso geht Flo nicht zur Reaktorschmelze? Da muss man sofort hingehen. Wir sind ganz wenige. Wir müssen da sofort hin. Wieso geht Flo weg? Yo, Counter leckt böse durch die Gegend. Aber die machen alle... Hä? Hallo? Okay. Reggie und Dings haben gemacht.
bin mir echt sehr unschlüssig. Flo hat, also Flo war ein bisschen komisch, dass der in die andere Richtung weitergeht. Vielleicht hat er auch einfach die Notwendigkeit nicht gesehen. Ich meine. Okay, mit Pause zwischendurch war es wieder Ricardo. Hallo Reggie? Okay, gut. Denk schon, läuft einfach vorbei. Ja. Ein Safe Call ist. Also, das war ein Electrical. Und zwar, als ich in Lower Angel war, habe ich Connor noch weggehen sehen. Das heißt, es muss ganz frisch gewesen sein. Mhm. Ich bin auch noch, also das war im unteren Bereich von Electrical, ich bin auch nach oben gegangen, aber da war niemand mehr, also wahrscheinlich weggewendet. Nee, ich glaube, dass Con auf jeden Fall jetzt gerade von Reaktor gekommen ist dahin, also von daher kann es noch nicht lang her sein. True. Ich habe den Berg gefixt. Ich habe ihn ja noch gesehen. Ich habe Conan und Reggie gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch unten den gemacht hat. Das war ich. Okay. Also ich weiß, dass Counter mit mir gekommen ist. Ich weiß, dass du da warst, Ricardo. Hm? Und ich, Ricardo, du warst, glaube ich, am Ende in Security. Also auf jeden Fall warst du da eine Weile. Deswegen genau, bin ich erstmal clearen. Mit B und dann. Aber bei ganz clearen kann ich dich nicht, weil du ja trotzdem da hinwenden kannst. Ah, du kannst es. Ich kann dich nicht unterbrechen. Ah, stimmt, der kam über den Vent runter. Das haut hin. Das haut hin, der kam über den Vent runter. Mhm. Ja, dich habe ich nirgendwo gesehen. Ich wollte von, wo war das, Navigation, rüberlaufen und dann kurz vor Cafeteria war, dann habt ihr das schon gefixt, dann bin ich zurück zu Web. Das haut tatsächlich ganz gut. Wolltest du rüberlaufen oder rüberwenden? Ja, saß, gestatten. Ich wende mich von Navigation auf jeden Fall zum Reaktor. Ja, das ist richtig. Aber Reggie, lass mal zusammenbleiben. Nächste Runde. Okay. Counter, du hast das Simon Says gemacht, oder? Reggie, lass mal zusammenbleiben. Natürlich. Oh, da wird das nächste Opfer ausgesucht. Okay, das glaube ich dir auch. Also, ich hab ehrlich gesagt keinen Plan gerade, weil ihr wart halt alle irgendwie da, keine Ahnung. Ja. Wo soll ich das wissen? Also zu Flo kann ich gar nichts sagen. Counter finde ich sehr vertrauensvoll. Bei Ricardo würde ich ein bisschen aufpassen, weil er hätte gut hinwenden können von Security aus. Er meinte, kann er von Electrical auch zu. Ja, er kann ja zu Security wenden, ne? Ja. Ja, ja. Matt Bay und Security, okay. Hm. Ja. Ja, und ob ich jetzt was bin, müsst ihr entscheiden, also ich weiß nicht. Ja. Aber ich würde erstmal skippen trotzdem. Also, wenn Ricardo zu dir sagt, lass mal zusammenbleiben und ihr bleibt zusammen und einer stirbt von euch. Hm. Ja. Das wäre nicht so klug, ne? Stimmt, ich würde gerne zusammenbleiben, ja. Ich bleib da mit Counter. Ich glaube, der ist gut. Vertrauenswürdig. Okay. Hoffentlich begegnen wir uns. Ihr wisst, wenn ich sterbe oder Counter stirbt, ne, wisst ihr Bescheid. Das ist eine gute Strategie. Ja, der Counter, lass mal so machen. Komm mal zu Weapons, okay. Lass mal treffen, du wirst mich umbringen, gell? Ja, ja, ja. Hm. Okay. Ich sterbe jetzt. So, wir können natürlich erstmal unsere Quests weitermachen. Also Tasks meine ich natürlich. Da haben wir in O2 noch eine Quest. Task. Und ja. Dann, wenn wir hier durch sind, können wir mal Ricardo verfolgen. Aber wir müssen natürlich erst unsere Dinger hier. Ist klar. Es ist echt schwierig. Es ist jetzt halt zum dritten Mal schon. Natürlich mit Pause zwischendurch, das heißt, die 1/25 gilt schon nicht mehr. LOL? Es ist Reggie. Was? Reggie, der hat sich auf die Mad Bay gestellt und es gibt keinen Scan. Okay. Das ist richtig dämlich von dir, Reggie. Hä? Okay. Das ist, was erzählt ihr jetzt? Das kann ja gar nicht stimmen. Lügst, wow, wenn das jetzt nicht stimmt, dann boten wir dich raus danach, ja? Ja. Also, Ricardo, ich würde vorsichtig sein. Ich habe mich gescannt, aber. Na, okay. Ich habe nichts gesehen. Also, nee. Aber warum sollte er so ein Anführungsstrichen Amateurfehler machen? Das ist aber jetzt auch von Ricardo echt nicht durchdacht. Aber dass die jetzt nicht drauf reingehen, ist, finde ich auch krass. Was? Dass dieser Scan-Task läuft. Kann man das nicht ausschalten? Stimmt, das kann man ausschalten. Oh, okay, gut, dann skippen wir mal. wir skippen jetzt, ja? Ich dachte, ich wäre jetzt schlau, aber nee, ich bin dumm. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das klärt Ricardo gerade so ein bisschen, weil ich glaube, so dumm ist keine Pasta. Ja. Oh! Oh, der. Weil ich war gerade in das nein. Klärt Ricardo, ist das dein Ernst gerade? Ich bin keiner gestorben, er kennt ja jeder jetzt gewesen. Was hast du gemacht? Weil ich will wenn Ricardo jetzt deswegen die Runde gewinnt, wird das mein Part-Titel. Ja, ich hab gewotet, aber überspringt lieber. Ja, also, wird nicht ready. Nein. Wenn das jetzt. Also. Okay, ist ja nichts passiert. Also, das ist ja unfassbar. Ich dachte schon, du musst auf einmal hin. Ich machte den Scan. Ja. Auf einmal ist er weg. Also, das ist ja unfassbar. Das cleart Ricardo, weil so dumm ist kein Imposter. Uff. Reggie, ich hoffe, diese Aussage bereust du nicht. Ich habe alle Tasks, das heißt, ich kann Ricardo verfolgen. Ja, Reggie bereut die Aussage genau hier. Nein, und jetzt sehen die das nicht. Jetzt sehen die das nicht und er hat noch einen Kill übrig. Der macht die Runde. Der Kill-Countdown ist bei... Okay, uff. Gut, Flo. Ja, Reggie ist tot. Wen habe ich denn da gesehen eben? Ja, und du warst es. Nein! Ich war jetzt mit Counter zusammen. Ich weiß nicht, ob... Ja. Hast du es gewusst? Doch. Warte. Beide zusammen. Nein, Counter. Wir sind gerade beide zusammengelaufen. Warte, bevor ihr votet. Eben gerade zusammen. Wie lange denn? Ihr wisst doch gar nicht, wo er gefunden wurde. Das ist ein bisschen vorschnell von dir, Counter, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, seit 10 Minuten laufen wir schon zusammen. Nein, er ist gerade erst zu dir gestoßen. Seit 10 Minuten läuft ihr zusammen. Ja, mindestens. Ja. Stimmt das? Jeder cleart den Imposter, was... Oh mein Gott. Also ich war, das ja, das war, aber war schon. Das ist mein Partname. Jeder cleart den Imposter. Also, Moment, muss ich mir notieren. Wo war die Leiche? Wo passt. Zwischen. Die Frage war schon richtig. Shields und Storage. Ich habe in. Jeder pass auf, ich habe euch beide gesehen. Ich habe in O2 die beiden Blättersachen gemacht. Fragezeichen. Dann dachte ich, ich gucke mal in Navigation, weil ihr, vielleicht ist ja einer von euch da tot oder wie auch immer. Und dann bin ich runter. Und dann habe ich ihn gefunden. Oh mein Gott. Aber in der Navigation war keiner. Deswegen dachte ich mir, wo sind die jetzt hin? Oder ich weiß nicht, wen ich da genau. Das war, glaube ich, es war nicht Counter. Es warst du und Reggie, meine ich. Ja. Oder wart ihr nicht beide da rechts? Richtig. Also ich war nicht mit Reggie zusammen. Natürlich, ja, du hast ihn gekillt. Nee. Ich war jetzt mit Counter, ja. Also erstmal alleine und dann mit Counter. Beim Counter so wie waren die letzten 10 Minuten. Also ich weiß, dass es Counter ist, weil das ein bisschen offensichtlich war. Wenn ihr mich rausvotet, verliert ihr. Richtig. Dann verliere ich jetzt mit. Also ich bin ja auch sicher, dass ich... Oh nein, Counter hat gewotet, das war's. Also der war ja alleine und wir waren... Ja, dann hast du verloren. Wir haben verloren. Nee, also du lügst gerade. Nee. Ich habe meinen Partnamen gefunden. Interessante Runde, würde ich mal sagen. Der Name dieses Parts ist Jeder cleart den Imposter. Reggie sagt, ja nee, so dumm kann kein Imposter sein, dass er... Ja, am Anfang ja, habe ich ihn geklärt, weil ich dachte, ah, ist das Security, da habe ich gesehen, ah, er kann da hin. Story Counter, ne? Da wollte ich das zurücknehmen. Dann hat er gesagt, ja, ich und Reggie, wir bleiben jetzt zusammen. Da dachte ich so, okay, der killt mich wahrscheinlich, aber okay. Dann bin ich am Medbay, dann will er mir das in die Schuhe schieben. Ich denke mir, okay, ich weiß jetzt nicht, was seine Strategie ist. Dann tut er auf einmal so, oh ja, wusste ich nicht, und ich habe ihm das abgekauft. Ja, er war sehr, sehr überzeugend. Counter, wieso 10 Minuten zusammen? Ich verstehe das nicht. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Jetzt musst du der ist gerade zu dir dazugekommen und du sagst, diese 10 Minuten seien auf hier bestimmt schon zusammen rum. Nee, es war ein gutes Time. Also ich hab erstmal direkt Reggie getötet. Sorry, Counter, das hat mich so sass gemacht. Ja, unfassbar. Erstmal Reggie getötet, Reactor activated und dann bin ich zum Reactor gelandet und bin direkt mit Counter dadurch, sehr lange zusammengelaufen.
Counter. Dadurch hat dich das so sass gemacht, dass ich... Flo, übrigens, während du redest, kannst du dich wieder einloggen. Ja. Perfekt. Dass ich ihn gar nicht mehr irgendwie verdächtig hab. Ricardo. Wieso? Hä, aber keiner von euch heißt Inferi. Ich glaube, irgendjemand anders ist gejoint. Es war... Hä? Ja, aber gerade stand er dort, Inferi hat die Gruppe verlassen. Ja, irgendjemand ist wahrscheinlich... Ich meine, du hast jetzt hier reingepostet und... Ja. Ja, RIP Inferi. Aber ich habe keinen mit Inferi gesehen. Das war okay, das war interessant. Vielleicht war es Robio, ich weiß es nicht. Möglich. Oder irgendjemand anderes. Oh, wenn noch jemand mitspielen will, dann können die ja reinschreiben. Das war eine sehr gute Runde von dir, Ricardo, muss ich sagen. Danke, danke. Ja. Ich hatte echt Angst gehabt. Weil du auch immer so, oh, keine Ahnung, wie lange wir zusammen waren. Was? Ja, also... Voll unverdächtig. Wann, wenn man der Erste ist, der getötet war und dann mitbekommt, wie oft ihr Ricardo einfach geklärt habt. Hey, das war so krass. Ja, ihr habt echt gefacepalmt, sicher. Ey, so. Wie kann man das nicht wissen? Oh Mann. Keine Ahnung. So dumm kann kein Imposter sein. Counter schlagen, da muss ich hier. Vor allem, Reggie hat mich die ganze Zeit verfolgt, deswegen musste ich ihn auch töten. Und dann, habe ich ja auch gesagt, ich war nicht mit Reggie zusammen. Ich habe die Runde nicht gesehen. Aber es ist tatsächlich, visuelle Aufgaben sind ausgestellt. Also man würde wahrscheinlich an dem Scanner nichts sehen, ne? Nee, hat man auch nicht gesehen. Aber hat man nicht dran gesehen. Aber Reggie an sich, ihn zu clearen, war halt auch so ein bisschen... Weil vielleicht dachte er wirklich, ist es an und dann kann er dich halt so in die Box irgendwie, kann er dich halt so... Ja, aber wenn es an gewesen wäre, hätte Reggie ja wissen müssen, dass er nicht Imposter ist. Und wenn er dann sagt, er hat nichts gesehen, dann hätte Reggie ja schon checken müssen, dass da was nicht richtig sein kann. Ja, meine ich ja. Und dann hätte wahrscheinlich Ricardo auch sagen können, ach, ich wusste nicht, dass es aus ist, sorry. Und dann hätte er sich vielleicht ein bisschen weniger verdächtig gemacht. Also das war... Sehr interessant, das Gespräch. Ja. Ich war hier fassungslos. Das glaube ich. Aber gut. Ja. Dann, wie lange haben wir denn? Nächste Runde. Ja, ein Part. Achso, wir machen längere Parts, ja. Ja, wir sind bei 40 Minuten. Also eine Runde machen wir auf jeden Fall noch rein. In den Part. Das sind halt kurze Aber es ist richtig, wir können dann wieder eine Part zu Ende machen. Achso. Oh Gott, ich bin Hilfe. Habe ich mich gemutet? Ja, Gott sei Dank. Huh! Ich habe mich gemutet. Das ist schon mal gut. So. Ich mache das als Imposter immer ganz komisch, dass ich erstmal überall hinlaufe. Ich bleibe jetzt mal kurz hier stehen. Weiß drauf. Aber ich kann schon sabotieren. Könnte man nicht gleich mal loslegen. Zack, ab geht's. Dann kann ich mal gucken, ob hier jemand mir entgegenkommt, der meint, es muss jetzt nichts gemacht werden oder so. Dann könnten andere vielleicht gerade hinlaufen. Man weiß es nicht. Wir gehen jedenfalls mal hin. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ah, die haben schon geklärt. Okay. Gut, dann haben die alle geklärt. Drei auf einem Haufen ist nicht so gut. Wo geht er hin? Geht er jetzt da rein? Nein, er geht da oben lang. Scheiße. Okay. Keine Ahnung, ob der jetzt schnell gefunden wird oder nicht. Wir machen jetzt gerade mal in Navigation Aufgaben. Ja. Okay, dann machen wir halt doch keine Aufgaben in Navigation, wenn die Meldung reinkommt. Du warst also in Navigation. Gut, ich wollte zu Navigation. Du wolltest. Ich habe ihn vor Admin gefunden. Ja. Ich bin vorher hier beim Reaktor gewesen und bin dann über Lower Engine zum Storage. Und ja, beim Reaktor waren wir irgendwie alle. Benzin da gemacht, keine Ahnung, wie das heißt. Beim Reaktor waren wir irgendwie alle und dann wollte ich zurück zu Navigation meine Aufgaben weitermachen. Wen habe ich denn da, genau, denn Counter kann ich, glaube ich, clearen, der war die ganze Zeit in Lower Engine und da rumgestanden links. Okay. Ja. Ich war Counter am Anfang ein bisschen verdächtig, aber... Warum? Jetzt will ich jetzt wissen, warum. Das würde mich auch interessieren. Er kann sich ja nicht dahin beamen vor Admin, deswegen, das wäre ein bisschen komisch. Ja, das ist jetzt auch interessant. Ich war im Map Bay und er ist dann nach links gegangen und genau dann ging halt das Reactor los und ich dachte vielleicht spielt er das so ein bisschen, dass er da hingeht und dann jemand anders
Also dahin lockt. Ja, ich bin nach links gegangen, weil ich in diesem Engine da so eine Task hatte. Und ich habe jetzt mal links angefangen. Okay. Mach vielleicht auch ein bisschen die falsche Wortwahl mit verdächtig, sondern eher so vielleicht mal im Auge behalten. Sorry. Mhm. Also war dann klingt ja nach Zufall, dass gerade wenn er nach links läuft, einfach der Reaktor losgeht. Also Counter stand da rum. Ich habe auch geguckt, ob ich da auch was hab. Bin kurz hin und dann bin ich aber weg. Dann dachte ich mir so, ja, das steht da rum, komisch. Counter ist auch der letzte, den ich gesehen habe. Und zwar vom Reactor bin ich halt auch über Lower Engine gegangen. Dann ist er halt geblieben, Counter. Damit zu Storage und dann nach Shields gegangen, weil da hatte ich die Task mit diesen hier Sechsecken. Und dann bin ich zu Weapons gegangen. Okay, da muss ich mal Conan fragen. Shields warst du nicht zufällig, ne? Lass mich kurz gucken, wo Shields ist. Also, dass du ihn gesehen hättest können, wenn er da wäre. Ich war am Anfang in Shields und habe da diese Sechsecke oder was das ist, diese Hexagone gemacht. Aber ganz am Anfang, also ich bin am Anfang von Cafeteria runter zu Shields und habe da meine Task gemacht und dann ging der Reaktor los. Okay. Dann bin ich zum Reaktor und jetzt wollte ich zum Navigation. Er hätte auch von Storage nach oben gekonnt, ja. So, wo hast du jetzt nochmal die Leiche überhaupt gefunden? Ja, Storage oben. Storage oben, okay. Also er hätte von Storage zu Shields gehen können, aber auch nach oben. Nur so. Das überleg stimmt, gerade, eigentlich hätte ich ja fast. Ich will jetzt noch nicht zu doll verdächtigen, weil. Dann hätte ich eigentlich fast was. Na, wobei ich weiß, ob man das von dem Gang aussieht, wenn man da. Ja, deswegen habe ich dich gefragt, Conan. Weil, wenn Counters nicht ist, du warst für die Navigation, aber dich kann ich auch nicht total clearen. Natürlich könnt ihr auch einen Self-Report verdächtigen bei mir, klar. Ja, ich ja nicht gekleert bin. War auch gerade mein Gedanke, aber. Ist alles offen. Ja. Das stimmt, an Self-Report habe ich noch gar nicht gedacht, aber es ist... Also ich bleibe dabei, dass Counter relativ safe ist und Conan, dich habe ich auch eher auf derselben Seite. Okay. Sorry, Reggie. Okay. Bitte sag Storage und dann zu Shields. Okay. Ah ja. Also ich habe nichts gesehen, ich bin halt unten rumgegangen. Okay. Wärst du oben, hättest du wahrscheinlich auch die Leiche gesehen, ja. Oder ist wenn das man richtig macht, dann macht das schon Sinn, ja. Ja. Okay. Das ging ja nochmal gut aus. So, ich habe gesagt, ich mache Navigation mein Dings, dann sollte ich das jetzt auch tun. Jetzt hat nicht gerade einer in die Kamera geguckt, aber jetzt kann ich wieder nichts machen, weil jetzt muss ich natürlich hier O2 erledigen. Dann erledigen wir mal O2. So. Da ist dieses Schieben, dieses Zack, 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 na, diese Rakete da hin und her schieben. Wenn er jetzt da reingeht, okay. Oh no! Ist jetzt nicht so gut. Conan, von wo bist du gekommen? Ich bin von Cafeteria gekommen. Warte mal. Du bist von Cafeteria gekommen. Ja. Du hast mich gesehen, während ich an dir vorbeigelaufen bin. Du hast nur die Leiche gefunden. Also Fun. Ja. Fun Fact, ich wollte gerade Con nachlaufen, weil ich irgendwie sass fand. Ich habe mir aber nicht gefunden. Okay. Cafeteria habe ich. Ja, genau von da, wo du gekommen bist, Conan. Ja, wo lag denn die Leiche? Ja, in der Nähe von Admin oder direkt davor so. Oder so in einem Gang. Vor Admin. Ja. Ja gut, sorry Reggie, dass ich dich verdächtigt hatte eben. Problem. Reggie denkt sich auch jetzt. Kommt die Stimme aus dem Jenseits? Wie können wir das nicht wissen? Es muss doch der gewesen sein, ja. Ja, Counter. Naja, du reportest jetzt zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, ich habe auch eben zweimal reportet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Counter wirklich... Ja, aber Counter ist weniger der Self-Report. Ich hätte jetzt noch drei Tasks eigentlich in
Navigation offen gehabt, aber irgendwie Flo stand eine Weile bei mir, wo ich das Gefühl hatte, er hätte mich killen können. Und Conan ist irgendwo anders hingelaufen, dann war der Tod. Ja. Also ich bin daher... am Anfang, ich wollte endlich meine Task bei Navigation machen und dann kam direkt das O2-Ding, dann konnte ich wieder nicht die Task bei Navigation machen, weil ich das O2 erstmal ausschalten musste, aber da war ich ja direkt daneben. Conan stand verdächtig lang beim O2 oben rum, ohne was zu machen, aber gut. Und dann bin ich nämlich rüber zu dir, genau, da habe ich auch den einen Task gemacht. Da hättest auch du mich töten können, ehrlich gesagt, Counter, deswegen... Ja, also wenn du es jetzt bist, Counter, ne, dann well played, weil nee, ich wollte jetzt play einfach it well. Haben. Ich play it well, also von daher. Ich glaube, wir haben dabei recht. Jetzt ist es eh schon zu spät. Na, wenn ihr eh schon beide für mich gewotet habt, kann ich auch noch für mich voten. Dann geht das Ganze ja schneller. Yeah, oder? Und dann hat immer ein Pokerface an. Das wäre jetzt ärgerlich. Yeah! Sehr gut. Wieso habe ich Reggie verdächtigt? Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja. Ich habe eigentlich beide Kills ziemlich ungünstig gemacht, aber gut. Außer die Deduktionsgründen hast du ihn verdächtigt, weil du Counter gekleert hast, Sun and Soft gekleert hast und dann blieb da noch Reggie übrig. Ja, du hast aber auch, weil ich meinen Weg beschrieben habe und die Leiche unglücklicherweise ziemlich gut auf dem Weg lag. Genau, ich war mich vor Admin. Aber Conan, warst du denn wirklich da bei Navigation oder hast du da nur... Bitte? Naja, ich bin wirklich kurz zum Schein zu Navigation zurückgelaufen, weil ich dachte ich sag die ganze Zeit, ich muss bei Navigation oben. Task machen, wenn ich jetzt nicht zu Navigation laufe, ist scheiße. Oben rum oder von Storage über Shield? Wann jetzt eigentlich? Die erste, wo du, Ach, die erste? Naja, da, ja doch, ich bin aber über Cafeteria sozusagen. Und dann bin ich bei Admin, habe ich den, in dem Gang, glaube ich, habe ich den gekillt, den Ricardo. Ja, genau. Nee, dann habe ich, glaube ich. Es war eigentlich zweimal fast der gleiche Bereich, das war eigentlich ziemlich, es war eigentlich echt blöd. Okay, das war schon klar, warum ich... Das war blöd von mir, weil... Ich hätte von Storage natürlich nach oben laufen können, so ganz klar. Ich habe ein bisschen Conan, angeguckt und dann habe ich mir gedacht... Der ist verdächtig. Das erste, was ich mache, ist, zu dem zu gehen und dann tötet er mich. Weiß nicht. Aber es war gut, dass ich Counter clearen konnte. Da war das fand, ja doch, das fand ich schön, dass du in meine Arme gelaufen bist wieder. Weil ich dachte so, hä, was macht denn Conan? Warum guckt ihr denn hier bei der Admin rein und nicht Card swipen oder so? Und das fand ich schon suspekt, dass du erstmal gucken wolltest, wo alle Leute sind. Dachte ich so, okay, das könnte so ein Imposter-Move sein. Ja, und dann bist du so wieder halb am Rausgehen und dachte ich so, ach verdammt, ich mach's doch nicht und dann kam er zurück. Ich dachte, okay. Ich habe immer so diesen Drang zu killen, sobald dieser Kill-Button aufblinkt. Das ist furchtbar. Ich mach das nicht strategisch. Ich will einfach dann jemanden killen. Okay, dann würde ich den Part an der Stelle aber beenden. Und wir gucken mal, wenn ihr Lust habt, kann man natürlich noch einen aufnehmen. Reggie 88. Müssen wir schauen, wie ihr noch Lust habt. Weil wir nicht so viele sind. Sobald einer abspringt, sind wir zu wenige. Okay, aber hier an der Stelle beende ich diesen ersten Part der neuen Aufnahme und wir gucken mal, ob noch einer nachkommt. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Ciao.